Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Gedenkgottesdienste für Anschlagsopfer am Breitscheidplatz. Parlament streitet über Wohnungsbau und das Wetter. Es bleibt trocken und überwiegend sonnig. Dafür sinken die Temperaturen weiter. Am Wochenende erreichen sie nur noch 5 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 15. November 2018. Zum Beginn des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz am 26. November wird in einem Gottesdienst an die Opfer des Terroranschlags vor 2 Jahren erinnert. Am zweiten Jahrestag, dem 19. Dezember, sei ein weiterer Gedenkgottesdienst geplant, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Berlin, Michael Roden, am Donnerstag. Außerdem solle eine Gedenkminute eingelegt und am Ort des Geschehens ein Kranz niedergelegt werden. Die Details würden noch mit dem Senat abgestimmt. SPD-Innensenator Andreas Geisel hatte bereits am Mittwoch angekündigt, die Zufahrten zum Breitscheidplatz würden mit massiven Sperren gesichert. Man werde dort schwere Metallpoller, große Sandsäcke und Stahlsockel mit Beton aufstellen. Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast, hatte 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Die Opposition im Abgeordnetenhaus hat dem rot-rot-grünen Senat schweres Versagen beim Wohnungsbau vorgeworfen. Man bräuchte in der Stadt 250.000 bis 300.000 Wohnungen. Dieses Ziel sei mit dieser Regierung nicht zu erreichen, sagte der wohnungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der Neubau werde vom Senat künstlich verknappt. Bausenatorin Katrin Lomscher sei den Herausforderungen nicht gewachsen und Regierungschef Michael Müller habe seinen Gestaltungsauftrag längst aufgegeben. Greff forderte ein breites Bündnis für Wohnungsbau mit allen Akteuren, etwa den öffentlichen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsbauunternehmen. Warum gelingt das eigentlich in Berlin nicht, was beispielsweise in Hamburg und anderen, allen anderen großen Städten gelingt? Warum gelingt es Ihnen nicht, Frau Lomscher und Herr Müller, ein Bündnis mit allen Beteiligten herbeizuführen? Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher hielt dagegen und versicherte, dass der Berliner Senat seine Wohnungsbauziele in dieser Legislaturperiode erreichen werde. Wir haben über 300 Projekte der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Arbeit. In diesen Projekten sind über 44.000 Wohnungen in Planung. Und wir werden 2021 über 30.000 Wohnungen in Bau haben. Und wir werden alles daran setzen, diese Zahl noch zu steigern. Das Statistische Landesamt hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass in Berlin in den ersten 3 Quartalen weniger neue Wohnungen als im Vorjahr genehmigt wurden. Der Rückgang betrug 3,7%. Auch im Gesamtjahr 2017 hatte es hier erstmals seit Jahren ein Minus gegeben. Es lag bei 1,2%. Berlins SPD-Fraktionschef Reitzer Lee erhofft sich vom bevorstehenden Landesparteitag ein Aufbruchssignal der Sozialdemokraten. Die Menschen sollten die SPD an ihren Taten messen, sagte er der deutschen Presseagentur. Daher sei es wichtig, dass der Antrag zur Entlastung der Bürger für mehr Gerechtigkeit und zur Fortsetzung des Weges zur kostenlosen Bildung, der auf dem Parteitag hoffentlich beschlossen werde, auch umgesetzt werde. Die Berliner SPD fällt in Umfragen immer weiter zurück und lag zuletzt mit 16% hinter Grünen und Linke und etwa gleichauf mit der CDU. Bei dem 2-tägigen Parteitag, der am Freitag beginnt, wollen die Sozialdemokraten vor allem mit einem Programm zur Entlastung der Bürger mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro wieder in die Offensive kommen. Dieses sieht unter anderem eine Berlin-Zulage von 150 Euro im Monat für alle Landesbeschäftigten, höhere Eingruppierungen für untere Lohngruppen, kostenfreie Schulhorte für alle Jahrgänge und freies Essen in Kitas und Schulen vor. Der Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge soll schrittweise auf 12,63 Euro steigen. Die Affäre um illegale Parteispenden an die AfD-Politikerin Alice Weidel weitet sich aus. Wie nun bekannt wurde, erhielt die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag nicht nur Spenden aus der Schweiz, sondern auch aus Belgien. In beiden Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Spende aus Belgien habe 150.000 Euro betragen, sei aber aus Unklarheit über die Herkunft zurücküberwiesen worden, teilte die AfD in Berlin mit. Jetzt muss der Bundestag entscheiden, ob die AfD-Fraktionsvorsitzende ihre Immunität verliert und der Staatsanwalt ermitteln kann. Ein Ermittlungsverfahren
Verfahren kann erst eingeleitet werden, wenn die Immunität der Bundestagsabgeordneten aufgehoben ist. Die Berliner Linke hat sich auf den 8. März als zusätzlichen Feiertag in der Hauptstadt festgelegt und dringt nun auf eine rasche Entscheidung des Senats. Es gebe für viele der zuletzt vorgeschlagenen Termine jeweils gute Gründe, erklärten linke Fraktion und Landesverband am Donnerstag. Wir halten es aber für angebracht, diese Diskussion nicht endlos fort, sondern eine Entscheidung herbeizuführen, damit die Berlinerinnen und Berliner nicht noch länger auf einen weiteren Feiertag warten müssen. Der 8. März stehe als Internationaler Frauentag für den Kampf um Gleichstellung. Die Aufwertung als gesetzlicher Feiertag wäre aus Sicht der Linken 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ein starkes Signal. Berlins Regierungschef Michael Müller hatte im Frühjahr einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag angekündigt, weil Berlin im Ländervergleich hier Nachholbedarf habe. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken konnten sich bislang aber nicht auf ein Datum verständigen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es in weiten Teilen klar und dementsprechend niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um die 4 Grad. Auch am Freitag sind Wolken am Hauptstadthimmel die große Ausnahme. Das Quecksilber schafft dabei maximal 8 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Das Wochenende verspricht, sehr sonnig zu werden. Am Samstag bleibt es durchgehend klar und auch am Sonntag ist es, wenn überhaupt, nur leicht bewölkt. Die neue Arbeitswoche beginnt dann allerdings recht zugezogen. Außerdem frischt der Wind am Montag auf und weht teils kräftig aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturkurve zeigt leicht nach unten. Am Wochenende liegen die Höchstwerte bei 5 Grad und am Montag sogar nur noch bei 3 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.